Willst du eine Armbrust kaufen und weißt nicht welche, dann schau dir das Video an. Und zwar in diesem Rucksack habe ich eine sehr wirkungsvolle Armbrust. Komplett. Ernsthaft. Da ist sie. Wenn du wissen willst, wie das geht und warum die cool ist und sowas und überhaupt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich zeig's dir. Ich habe den Wurf an. Den gibt es in drei Stärken. 55, 35 und 90. Dann hier ein Zubehörteil. Hier einen Schaft, hier die Armbrust mit einem Magazin, 5 Schuss oder 6 Schuss, Entschuldigung, und einen Speedloader. Wie geht das jetzt? Du hast hier eine Schraube, machst du auf, klappst das Teil nach oben. Dann nimmst du den Wurfarm, da ist da vorne so ein Montageblock mit dazu, der wird hier eingesetzt, du machst hier zu, damit wird der Wurfarm in Position gebracht und drehst die Schraube hier hinten zu. Bis ganz nach unten, das ist eine Rändelschraube, das passt auch. Dann kannst du hier den Schaft aufsetzen und draufschrauben. So, zum Beispiel, ja, passt. Und jetzt, das ist ein Zubehörteil, da gibt es aber auch an anderen, an standardmäßigen, hast du eine fixfertige Armbrust. Gut, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Bolzen. Wie gesagt, es passen eigentlich 6 rein. Speedloader mit dazu. Rausziehen, ja! Zumachen, also den auch zumachen und die Armbrust ist fix fertig. Das hat doch was. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung der Steambrust-Dinger. Das hier ist die Tactical, die gibt es auch in einer Einzelschussvariation, nämlich als Survival und natürlich auch hier als Compact. Gerade bei der Compact, stelle ich mir vor, da braucht man nämlich auch den Schaft nicht drauf drehen. Ja, da geht das auch und das ist halt schon eine Welt, das kann ich da gleich sagen. Wie funktioniert das und was brauchst du dazu? Das heißt, wenn du schon einen Stinger hast, dann kaufst du dir diesen Teil hier mit dazu. Das ist dieses Upgrade Kit. Da ist ein neuer Grundkörper mit dabei und dann die Montageblöcke. Die werden auf den Standard-Wurfarmen, die es schon gibt und die es auch zu kaufen gibt und die, wenn du schon eine gekauft hast, daheim hast, da wird der Montageblock, der wird drauf gemacht. Ich habe ein eigenes Video gemacht, oben beim i-Klicken oder unten im Beschreibungstext. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das montierst und ist ziemlich simpel. Der Schmäh, wie man so in Österreich sagt, ist, dass dieser Teil hier ausgesägt ist. Beim Standard-Grundkörper ist hier ein Steg. Da muss man dann immer... Das gibt es auch bei vielen anderen Armbrüsten, bei der Redback, bei der Alligator, bei der Cobra, wie sie alle heißen, dass man hier reinstecken muss. Also hier muss man ja den Wurfarm durchfedern. Das ist hier jetzt nicht der Fall, denn du kannst von oben den Wurfarm hier einstecken. Durch das Magazin, das nach unten drückt, ja, wird auch dieser Teil nach unten gedrückt. Hier siehst du, da würde normal wieder raufgehen, aber das Magazin drückt dieses Teil hier nach unten und dadurch kannst du auch einfach rutsch, das Teil ein- und ausbauen. Das heißt, du kannst, wenn du kein Geld ausgeben magst, auch hier aufsägen. Das heißt, du sägst dir genau diesen Steg hier. Da sieht man es noch einmal bei der Survival. Hier ist dieser Steg. Schau. Du sägst dir diesen Steg einfach weg. So, Standbildfunktion jetzt hier, damit du siehst, wo. Und Sache ist erledigt. Gut. Es gibt aber einen Punkt. Und der ist wichtig. Du wirst wahrscheinlich dann... das hier brauchen, das sind Blöcke. Übrigens, billige Eigenwerbung, die Sachen gibt es natürlich bei uns unten im Shop, ich gebe da unten den Link. Das ist dieser Montageblock, den kannst du dann auch einzeln kaufen und ich mag dir ohnehin empfehlen, auch wenn du das gesamte Set kaufst, da ist ein Montageblock mit dabei. Was siehst du denn? Da ist ein Montageblock mit dabei. Kauf da gleich einen zweiten dazu. Besonders wenn du mehrere Wurfarme hast, wenn du einen 35er, einen 55er und dann 90 Pfund Wurfarm hast, dann wirst du auch die Montageblöcke dazu brauchen, denn dann kannst du... Ich habe jetzt hier einen 55er, einfach auf den Pro-Wurfarm montierst du dir das drauf, wie das geht. Wie gesagt, oben bei mir klicken, da zeige ich das sehr einfach, es ist wirklich sehr einfach. Zeige dir das her, Schritt für Schritt und kannst dann im Endeffekt tauschen. Und sagst, okay, jetzt möchte ich mit dem 90er schießen, dann möchte ich mit dem 55er oder mit dem 35er. Kommt drauf an, wer schießt und wie schießt. Ich finde, das ist eine super Sache und du kannst die Teile einfach gespannt mit dir mitnehmen. Also das ist einmal das eine. Das heißt, diesen Teil würde ich mir auch mit dazu kaufen. Und dann, das ist natürlich auch klar, es gibt etwas, wenn du selber sägst, auf das du aufpassen musst.
Hier eine Rändelschraube, das ist auch ein extriges Zubehörteil, der im Lieferumfang nicht dabei ist, kannst extra bestellen. Normalerweise muss man da ja mit dem Inbus arbeiten, also ich empfehle dir das auch mitzubestellen. Und es ist so, das kostet kein Haus und macht das Ganze einfach viel spaßiger. Ups, ja, da sind noch Pfeile drin. Genau, passiert jetzt nichts. Das Aufklappen hier, dieses Aufklappen, dafür ist auch gesorgt. Und zwar die Ausnehmung hier an der Stelle, schau mal her, da ist keine Ausnehmung, das ist einfach gerade abgefräst. Wenn du dir jetzt anschaust, zum Beispiel den Unterteil hier bei der Survival, dann wirst du sehen, oder bei dir daheim, vielleicht hast du ja auch eine Compact oder eine Tactical, dann wirst du sehen, dass hier ein Stopp ist. Ja, das ist hier, schau her, da geht das so schräg rauf und bei dem neuen Unterteil ist es gerad. Und dieses Gerade bedeutet automatisch, dass du den Wurfarm ganz nach vor kippen kannst. Sonst bleibt er irgendwo da stehen, ja, oder er lässt sich gar nur bis hierher bewegen, das kommt drauf an. Mit dem hier kannst du es komplett aufhebeln. Da kannst du auch her, man kann dann auch besser wieder Wachs aufbringen, kann die Sehne besser tauschen. Es ist einfach eine nette Sache. Und dann hier einmal den hier machen und den Wurfarm tauschen. Das ist das, was ich gemeint habe. Dann kannst du den 90 Pfund Wurfarm auch einfach einsetzen und bist mit dabei. Dann wie gesagt, hier nach unten drücken und durch dieses nach unten drücken, wird auch der Block nach unten gedrückt und dann kann man ganz normal schießen. Das ist alles super, brauchst da keine Gedanken machen. Ja, und das ist es im Endeffekt. Das bedeutet, du hast mit diesen Blöcken, also ich mag es noch einmal herzeigen, du hast dieses Ultimate Kit, gebe ich da den Link, hast du diesen ausgesägten, fix fertigen, brauchst du nichts sägen, wie gesagt, für die Bastler, mach es einfach, wenn du magst. Und einmal einen Block, ja, das heißt, du kannst einmal deine Stinger umbauen, egal ob eine Survival, egal ob eine Compact. Kannst mit der Compact denke ich mal, oh, der Fuchs, das ist dann wirklich ein kleines Teil. Ja, geht das super wunderbar. Und du kannst dir natürlich, und das empfehle ich dringendst, noch einen Block mit dazu kaufen, dass du auch andere Wurfarme einbauen kannst. Ja, das finde ich einfach großartig. So, und das ist auch ein Zubehörteil, den du da einfach checken solltest, das ist diese kleine Rändelschraube mit dazu. Ja, also, du hast jetzt hier eine total geniale Armbrust, ja, eine total geniale Armbrust. Und übrigens, billige Eigenwerbung, das hier, dieses Teil, das gibt es von uns, das ist vom Rainer Osmann, das ist nicht von Steambo. Aber egal, du kannst auch den Standardgriff drauf montieren, der ist mit einem Zug sowieso runden, ist auch alles gut, super wunderbar. Und mit dieser Demontage hier hast du ein super kleines, kompaktes Paket an der Hand, mit dem du glücklich sein kannst. Findest du nicht auch? Damit ich es nicht vergesse, begrenzte Stückzahl. Ich meine das wirklich ernst, das ist kein Schmäh. Wir haben eine gewisse Stückzahl, alle miteinander, und dann ist es aus. Das heißt, greif jetzt zu. Ich weiß nicht, wann es dieses Kit wieder geben wird. Das habe ich fast vergessen, wirklich. Das ist jetzt nicht ein, du musst jetzt ganz still kaufen, sonst gibt es keine mehr. Und da wählen wir eh 4 Millionen. Nein, jetzt zugreifen. Besser haben als brauchen, oder? Das ist es, was in dieser Tasche war. Fast. Es gibt noch einen dritten Punkt, ein drittes Feature. Ich habe gesagt zwei, naja, aber alle guten Dinge sind drei. Also, das erste war ja, wenn du meine Videos verfolgst, der Tuning-Trigger. Das ist dieses kleine Ding hier, oben beim Ekligen. Jetzt haben wir diese auswechselbaren Blöcke, damit man das Ganze noch ein bisschen kleiner machen kann. Das ist schon cool. Wie gesagt, Link gebe ich dir. Passend für die Survival und natürlich auch für die Compact. Und dann ist hier drinnen noch etwas. Und zwar etwas absolut Abartiges. Etwas, was das Teil noch einmal cool macht. Extrem cool, aber ein anderes Mal. Daher lass ein Abo da. Lass ein Abo da. Sowieso und überhaupt, ich gebe dir den Link in meinen Shop. Dort kannst du alles erwerben. Ich gebe auch oben beim i-Klicken eine einfache Anleitung, wie du das hier zusammenbaust, wie du das umbaust, eben mit dem neuen Grundkörper und auch den Blöcken. Das zeige ich da alles mit dazu. Also ich glaube, dass das insgesamt eine runde Sache ist, ja, die sich ganz einfach lohnt. Steambo, danke, habt ihr wieder großartig gemacht. Taugt mir irrsinnig. Ja, taugt mir irrsinnig. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.